So Leute, ich habe eine Überraschung für den Alex. Und zwar haben wir Paul Berger Limo bekommen. Ich rufe den mal direkt an. Alex, ich habe eine Überraschung für dich. Komm mal ins Büro. 10 hours later. Oh mein Gott, das ist Paul Berger Limo. Habe ich nur für dich bestellt, Mann. Das schon? Ich habe so lange drauf gewartet. Das Prime für 1,99 und jetzt Paul Berger. Probieren wir das Ganze mal. Das schmeckt schon geil, ist auch so ein bisschen irgendwie mit Kohlensäure. Ja, so ein bisschen, gell? Das schmeckt also lecker. Also Bubblegum ist jetzt nicht zu extrem Bubblegum, wie man das von anderen Sachen kennt. Kann man ja, die Geschmäcker sind nicht so übertrieben. Also man spürt die schon, aber... Ist nicht zu süß. Ist nicht zu süß, ehrlich. Ist nicht zu süß, das ist geil, das ist wirklich echt geil. Nee, schmeckt. Kann man auf jeden Fall probieren. Hast du gesagt, nee, schmeckt? Nee, schmeckt. Du als Getränkeabteilungsleiter, freust du dich eigentlich über die ganzen Neuheiten? Boah, ich freue mich jede Woche immer auf diesen einen Tag, wo ein neues Produkt kommt. Ohne Scheiß. Und jetzt Paul Berger Limo. Fazit. Also, man kann es auf jeden Fall kaufen.